Hallo Leute, willkommen zu einem Video. Heute geht es mal um das neue Super Smash Bros. Ultimate, das bald für die Nintendo Switch erscheinen wird. Wir haben ja schon eine Demo bekommen, die sehr Spaß macht, aber einige letzte Hoffnungen habe ich noch. Und ja, die werde ich euch heute in diesem Video vorstellen. Ich hoffe, euch gefällt und fangen wir einfach mal mit dem Video an. Bevor wir aber mit dem Video beginnen, möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass ich jetzt einen Gaming-Kanal habe namens MMP Gaming. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Meine erste Hoffnung wären mehr neue Charaktere. Wir haben ja jetzt sehr viele neue Charaktere bekommen, die zum Beispiel alle alten Charaktere, die in allen anderen Smash Bros. Waren, und auch die Inklinge und Ridley. Aber trotzdem gäbe es noch einige Charaktere, die ich gerne sehen würde. Fünf von denen habe ich schon im Video vorgestellt. Das verlinke ich dann euch auch nochmal. Aber hier nochmal ein paar andere, die ich auch gerne sehen würde. Ein Charakter, den ich gerne sehen würde, ist Crash Bandicoot. Ich finde, er passt einfach sehr gut in Smash rein und hat auch genug Attacken, um ihm ein gutes Moveset zu geben. Ich finde einfach, er sollte dann auch zu den Smash Bros. Kommen. Ich meine, Sonic, Mega Man und Pac-Man sind doch auch drin. Warum also Crash Bandicoot nicht auch? Genauso wie Crash Bandicoot würde sich Banjo-Kazooie auch sehr, sehr gut in Smash Bros. Anbieten. Genauso wie Crash Bandicoot ist ja nicht von Nintendo, aber er ist trotzdem verdient reinzukommen. Erstens haben sie auch sehr viele andere Fans, die das genauso sehen wie ich und ihn auch gerne drin haben wollen. Und außerdem hat er auch genug Attacken. Also man kann ihm ein sehr gutes Moveset geben. Wie zum Beispiel auch im Spiel. Ja. Gott. Man könnte zum Beispiel auch manchmal so machen, dass er mit Kazooie manchmal so wechselt. Wie man eben gesehen hat, dass Kazooie dann halt läuft. Finde ich richtig lustig. Und ja. Ein anderer Charakter, den ich auch gerne haben würde, wäre Paper Mario. Und nein, er wird jetzt nicht auch so Mario-Moveset haben wie Dr. Mario. Nee, ich finde, er könnte ein ganz eigenes Moveset haben, zum Beispiel mit seinem Papierhammer und auch sehr vielen anderen Attacken, die er auch im Spiel benutzt. Ich persönlich würde ihn sogar viel lieber haben als Dr. Mario. Der letzte Charakter, den ich euch vorstellen würde und eigentlich gar kein richtiger Charakter ist, sondern von mir selber, sagen wir mal, erfunden worden ist, wäre Mr. Tetris. Also ein Mann, der aus Tetris-Blöcken besteht. Ja, bevor er mich jetzt auslacht, lass mich erklären. Wenn Mr. Game & Watch auch ins Spiel reinkommt, warum Tetris dann nicht auch? Weil beides ist gleich alt. Okay, Game & Watch ein bisschen länger, aber trotzdem hat er sich einen Platz im Spiel verdient. Außerdem ist es viel besser als irgendwelche anderen absurden Ideen, irgendeinen Block als Kämpfer zu benutzen. What the fuck? Falls ihr noch irgendwelche andere Ideen hättet, wenn noch alles in Smash Bros. Reinkommen könnte, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich freue mich schon, mit euch zu diskutieren. Der Story-Modus war wahrscheinlich das Herz von Super Smash Bros. Brawl. Wisst ihr noch, wie viel Spaß das immer gemacht hat, wenn man es vor allem mit Freunden gezockt hat? Und auch alleine hat es Spaß gemacht. Die Story war auch alles voll durchdacht und sie hat mir auch sehr gefallen. Und ich finde es richtig schade, dass es in Super Smash Bros. 4 nicht reingekommen ist. Der Story-Modus hat mir da richtig gefehlt. Nicht nur mir. Richtig viel hat der Story-Modus gefehlt. Und vor allem jetzt in Super Smash Bros. Switch würde sich der Story-Modus richtig gut anpassen, weil die so eine hammergeile Grafik haben. Und ja, wir alle lieben hammergeile Grafiken. Und zu so einem Story-Modus würde das richtig gut passen. Nintendo hat ja in letzter Zeit, was Spiele angeht und deren Stories, ja nicht gerade die aufregendsten Stories gezaubert, aber ich bin mir sicher, die ganze Kreativität für Stories ist bei ihnen irgendwo hier oben noch drinne und sie müssen es einfach nur finden. Und deswegen will ich in Super Smash Bros. Ultimate unbedingt einen Story-Modus haben.
Eine letzte Sache, die ich gerne hätte, also ich alleine, wäre so etwas ähnliches wie Miiverse in Super Smash Bros. Also, wo man halt seine ganzen Kämpfe teilen kann. Und ich meine jetzt nicht wie zum Beispiel bei diesem Online-Modus. Nee, ich meine jetzt halt so, dass man auch da mit anderen chatten kann. Und vielleicht auch andere Spieler herausfordern kann, die man gar nicht kennt. Ja. Sowas würde ich mir sehr wünschen. Außerdem wurde die Miiverse ja auch gelöscht, soweit ich weiß. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Und ja, es wäre einfach ein sehr großer Wunsch von mir, dass man sowas vielleicht mal umsetzen könnte. Wer genau derselben Meinung ist wie ich, liken. Aber genug von meinen Hoffnungen. Was sind eure Hoffnungen für Super Smash Bros. Switch? Was würdet ihr euch noch gerne wünschen? Und was findet ihr toll, dass es schon dabei ist? Ach ja, übrigens, falls ihr jetzt irgendwelche noch Hoffnung haben, dass Waluigi vielleicht noch in Super Smash Bros. Kommt, dann muss ich euch leider enttäuschen, denn wir konnten ihn bei Nintendo Direct beim Super Smash Bros. Ultimate Trailer als Helfer-Trophäe sehen. Und das heißt, er kann nicht mehr als Charakter kommen. Tut mir sehr leid. Aber sonst, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann. Tschüss.